Ja, so Rattenviecher jetzt, ne? Und herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade eine ziemlich krasse Nachricht erhalten. Und zwar unser Kollege hier ist seit mehreren Tagen hier. Wir sind erst seit einigen Stunden hier. Und andere sind schon seit Jahren hier. Irre. Wie kann das passieren? Was beeinflusst das? Warum sind wir davon offensichtlich nicht betroffen? Krass. Da oben ist ein Boss. Da ist ein Wackwackbaum. Oh, okay, die Dreiecke sind die Wackwackbäume. Vielleicht habe ich das jetzt auch endlich mal geschnallt. Okay, da ist nur ein Gatter. Also, da geht's nach oben. So, da gibt's ganz schön Affenzahn. Okay, hier ist diese große Statue. Was ist das da oben an ihrem Kopf? Da kommen wir wahrscheinlich eh nicht hin. Da oben ist noch ein Kristall, den wir aufheben können. Können wir mal gucken, was man Schönes kaufen kann. Verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Unterstadt enthüllt einen Teil der Weltkarte. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, weil das ist ja... Dann sieht man ja gar nicht mehr, wo man mal war, oder? Das ist ja eigentlich doof. Oder sehe ich das falsch? Also mit der Karte finde ich jetzt nicht so schön. Was anderes wäre es, wenn man... wenn man nicht so ohne weiteres selber aufdecken könnte. Hallo, junger Krieger. Hallo. Ich habe einen neuen Weg gefunden. Mit Zeitkristallen könnte ich ihn dir zeigen. Was sind diese Zeitkristalle? Die Magie um sie herum ist älter als der Berg Kaf selbst. Als die Zeit zersprang, wurden wir hier gefangen. Und unsere Magie ging in diese Kristalle. Das Chaos der Zeit hat sie irgendwie verändert. Also mussten wir sie von der Pike auf lernen. Okay. Wie lange ist die Lady schon hier drin? Also ein Kind ist sie dann ja offensichtlich nicht. Nicht so richtig. Und Zeit scheint relativ zu sein, oder? Wenn seine Kollegen hier schon uralt sind und verfallen, sprich gefühlt Jahrhunderte schon hier, ne? Und sie, wie alt mag sie sein? 12, 13 vielleicht? Okay, da ist... Ist das nur ein normaler? Ja, okay, scheint nichts Besonderes zu sein. Hier waren wir vielleicht auch... Nee, hier waren wir nicht. Die Tiefen. Da hinten hat's geleuchtet. Sag mir, dass du einen Weg zu Prinz Hassan und Anahita gefunden hast. Nein, du? Wie es scheint, haben sie die Tiefen der Zitadelle gemieden. Nur die abscheulichsten Kreaturen lauern in den dunkelsten Gefilden. Ich arbeite am besten im Verborgenen und sie sind nicht hier. Geh kein unnötiges Risiko ein. Danke für die Warnung, Ratchen. Die ist irgendwie sehr komisch. Okay, wir haben was gefunden. Sammelgegenstand erhalten, Spiegel. Befleckt und gesprungen, lässt sich die Inschrift nur teilweise lesen. Lang Herz spiegelt. Okay. Ich vermute mal, dass wir da oben das Nest abschießen sollten. Ich kann mir vorstellen, dass sonst immer wieder neue kommen. Nee, kein Geheimgang. Die Gesetze der Physik gelten für jeden, nur nicht für uns. Okay. Ugh. Sehr verwirrend. Okay. Mein Heiltrank genommen. Jetzt haben wir die Kristalle. 108 sind es jetzt. Sind schon wieder vergiftet.
Faszinierend. Tiefen. Irre, schaut mal da hinten durch die Fenster. Krass. Wie will man da irgendwas finden, wenn du in so einer riesen Ruine irgendwas suchst? Viel Spaß beim Finden bzw. Suchen. Ja, so Rattenviecher jetzt, ne? Ordentlich erwischt. Deswegen ein Heiltrank. Mist, sind wir genau reingesprungen. Atra-Kraft freigeschaltet. Wind von Sistan. Erzeuge einen Atra-Wirbel, der Gegner ausschaltet. Sehr effektiv, wenn Sargon umzingelt ist. Das Ende der Aktion kann abgebrochen werden. Okay. Aha. Also wir haben eine neue Dings freigeschaltet. Jetzt haben wir Heilen, diesen Einzelgegner, Frontalstoß und noch einen Heiler gegen einen Zauber-RG-Gruppen. Cool, es wird. Irgendwie müssen wir hier uns was anderes überlegen. Okay, wir heilen uns. Stellen wir uns einfach mal hier rein. So, und wie kommen wir jetzt da durch? So nicht. Okay, boah, ist einfach nur mit, oh, im richtigen Moment. Schlimm sowas. Das ist nicht mein Level. Vor allem gemein, dass man das dann nochmal... Ah, sehr schön. Nochmal machen darf. Stand jetzt gar nicht da, was es war. Aber okay. Genau, schön abwarten und dann erst drüber. Jetzt gehen wir hier hoch. Da haben wir eine Kiste. Mit einer Rune. Wertgegenstand. Blauer Damaszenerbarren. Seltenes Metall. Eine alte Technik, die von einigen Schmieden immer noch angewendet wird. Wir kennen da rein zufällig sogar einen. Vielleicht können wir nochmal hin und mal gucken, was wir alles verbessern können.
Aber es steht und fällt hier eher mit der Kohle, ne? Weniger mit den Materialien. Relativ weit oben. Unterstadt. Ja, jetzt sind wir wieder da. Lass mal gucken, was wir hier noch so machen können. Gibt's eigentlich... oh nein, hab ich mich getroffen. Ich glaube, nochmal dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Gibt es eigentlich... keine Ahnung, was ich sagen wollte. Sind auf alle Fälle wieder bei der Lady. Tja. Markierung hinzufügen. Wissen wir, was wir jetzt zu tun haben? Wir haben auch lange keinen Gegner mehr gehabt. Also vielleicht kommen die doch nicht wieder. Wir sind tot. Hat aber den Effekt, dass wir jetzt mit einem Lebensbalken mehr starten. Wenn man da mal schaut, orientierungstechnisch habe ich das Gefühl, dass wir immer wieder nur hin und her rennen, immer die gleichen Strecken laufen. Aber wenn man die Karte anschaut, ist das doch recht verwinkelt. Ja? Das machen wir auch noch kaputt. Das ist immer so ein bisschen an, als ob eine Katze erwischt wird. Endlich, auf diese Kiste warte ich schon, keine Ahnung, seit 3 Folgen. Sah ganz aus den Ändern, neuer Skin. Schade, keine Stats, nur Skin. Aber immerhin. Gucken wir uns mal die neue Hose an. Kann aber echt sein. Was wollte ich sagen? Egal. So, wir gehen jetzt hier runter. Meucheln den Typen noch. Jetzt haben wir die Kristalle. 235 haben wir schon. Und? Wo laufen wir hin? Wir sind tot. So, aber jetzt. So, wir stehen wieder beim Baum und machen uns wieder auf den Weg. Ich weiß leider immer noch nicht, was wir hier eigentlich jetzt machen sollen. Bin ich ja mal gespannt.
Also in der Folge rennen wir sehr viel. Und unser Vogel fliegt. So, hier wird auch niedergekloppt. Wie gesagt, ich bin etwas verwirrt und weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir laufen von einem Baum zum nächsten, heilen uns hier nochmal neu. Laufen weiter. Hier oben war ja der, oder? Ach, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, da oben war der Löwe. Okay, muss auch nicht sein. Das hat auch gesessen. Aber ich finde, bei dem geht es dann noch. Weil du kannst ja theoretisch und noch eine Kiste. Da ist ein Fässer. Ich denke mal, dass die explodieren, wenn man drauf schießt oder sie anschlägt. Auch die neue Fähigkeit, genau. Witzig. Und wieder eine Truhe. Was haben wir da drin? Okay. Okay, da hat sie uns wieder rausgeschmissen. Okay. Vielleicht kriegt man die Truhe erst dann, wenn man das hier überlebt hat. Ey, ist das irre. Da kann man ja nach oben lang. Vielleicht noch weiter oben. Oder man darf nicht. Man muss die versetzt. Ja, genau. Bei denen noch weiter oben. Okay. Okay. Wir waren würdig. Und was bekommen wir? Schlüsselgegenstände erhalten. Roherz, wertvolles Material, das in einer Truhe in der Zitadelle verwahrt wird. Bring es zu Kaveva. Freigeschaltete uralte Macht. Okay, das ist das Material, was wir gesucht haben. Cool. Kaveva hat uns ja... Kaveva, oder? Wie nennt die sich? Er hat uns ja stimmt, die hat uns ja losgeschickt, das Zeug zu suchen. Begib dich nach Westen und stoße zu Waram. Das haben wir jetzt geholt, das kannst du entfernen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Man muss natürlich auch die Übersicht behalten, dass man die Bilder, wo man die Sachen geholt hat, dass man die auch wieder löscht. Sonst nützt das einem auch wieder nichts. Zum einen braucht man natürlich freie Bilderplätze, weil man kann nur eine gewisse Anzahl an Bildern machen. Und ansonsten ist es natürlich zu unübersichtlich. Ist logisch.
So geht's nicht. Ich glaube, in der Demo haben wir das auch nicht aufgekriegt, oder? Krass. Nimm die Steine noch mit, die jetzt hinter dir liegen. Nee, willst du nicht? Okay. Bleiben die liegen? Könnte sein. Vielleicht können wir die später noch mitnehmen. Da geht's noch runter. Ist eigentlich langweilig, das zuzugucken? Okay, hier haben wir ein Foto gemacht, weil wir hier gerade nicht weiterkommen. Nehmen die Kristalle noch mit und rennen zurück. Und rennen genau in die Waffe von irgendeinem dummen Soldaten hier. Von so einem Wiedergänger. Oh je, jetzt hat er uns aber ordentlich erwischt. Und jetzt sind wir tot. Also man stirbt schon relativ leicht. Dafür, dass wir eigentlich einer der Unsterblichen sind, sind wir doch sehr anfällig. Aber wer kann es ihm verdenken? Ich finde es aber so cool, dass wir jetzt tatsächlich 5 Lebensdinger haben. 5 Stück. Was haben wir jetzt gemacht? Ach, wir wollen unsere Amulette nochmal anschauen. Oh, ich glaube, wir haben alle ausgerüstet. Hier können wir nochmal gucken. Schütze dich durch einen durchdringenden Schlag. Das ist hier dieser Wirbel, Atra-Wirbel. Wirbel von Sistan. Sistan, wie auch immer. Okay, und wir, ja, resten wir beim nächsten Mal. Also dann, gehabt euch wohl. Ciao.